Stündchen nach dem ersten EM-Spiel von Deutschland, müssen wir Gott sei Dank sagen, 2:0 gewonnen. Seit 1996 haben wir kein EM-Spiel mehr gewonnen. Ja, ich glaube, dass die Deutschen heute verdient gewonnen haben. Und du hast es gesagt, es ist natürlich sehr wichtig gewesen, endlich mal wieder ein Spiel bei der Europameisterschaft zu gewinnen. Aber was genauso wichtig war, war die Leistung der Mannschaft, die über weite Strecken sehr gut war. Vor allem die erste halbe Stunde hat mir sehr gut gefallen. Da hat eigentlich alles gepasst. Da war Tempo, Kombination, Ordnung. Ja, das hat hervorragend funktioniert. Auch die Ordnung auf dem Spielfeld mit einem bis dahin überragenden Michael Ballack, der im Laufe des Spiels ein bisschen nachgelassen hat, aber in der ersten halben Stunde gezeigt hat, wie wichtig er für die Mannschaft ist. Und er wird diese Mannschaft eben auch durch diese Europameisterschaft führen und aus meiner Sicht auch bis ins Endspiel. Man kann ja eigentlich sagen, Michael Ballack hat die Chance, Spieler des Turniers zu werden. Man kann aber heute auch sagen, dass Spahn, Frings, Ballack ist mit Sicherheit, egal wie es läuft, das Beste, was es im Moment gut in Europa gibt. Ja, 100%. Also die beiden, was die Klasse anbelangt, was die Erfahrung anbelangt, was die Führung einer Mannschaft anbelangt, sucht in Europa ihresgleichen. Und du kannst als Trainer, Jogi Löw, hier nur froh sein, dass du zwei solche gestandene Spieler in der Mannschaft hast, die diese Mannschaft führen und wie gesagt auch ins Finale wollen. Wir haben heute 0 gespielt. Die ersten Minuten hatten wir auch bei Jens Lehmann, ich weiß nicht, Nervosität oder ein bisschen Unsicherheit gemerkt. Der erste Flankenball, der faustet in der Mitte ab, dann lässt er auch nochmal einen springen. So. Die Innenverteidigung, Mertesacker, auch vor allen Dingen Metzel, da wird hier ein bisschen kritisiert, wie gesagt, heute 0. Aber ich glaube, das ist auch noch immer nicht das Gelbe vom Ei. Nee, das ist richtig, aber ich glaube, dass dieses Spiel den gerade den drei genannten weiteres Selbstvertrauen gibt und dass sie 0 gespielt haben. Sie sind heute nicht so gefordert worden, das ist richtig, aber jedes Spiel, was man 0 spielt für den Torwart, für die Innenverteidigung, ist ganz, ganz wichtig und sie haben jetzt wieder 3-4 Tage Zeit, sich zu erholen, zu regenerieren, einige Trainingseinheiten ohne hohe Belastung zu spielen und dann kann man sich auf diese drei, sie sind alle drei sehr, sehr erfahren, mit Sicherheit im Laufe des Turniers auch verlassen. Ich hoffe auch, dass Metzelder jetzt, wenn er noch ein bisschen regenerieren kann, dass er dann noch erholter Spritzer in den nächsten Spielen auflaufen kann und dann der Erfahrung, es gibt ja sowieso nichts zu rütteln. Wer Jens sich das hinaus und Lukas Podolski hat natürlich zwei ganz, ganz wichtige Tore aus der zweiten Winkel, aber wirklich vom Allerfeinsten, auch wenn vorher die polnische Abwehr ein bisschen gepennt hat. Aber im linken Flügel, also im Mittelfeld, sehr, sehr ordentliches Spiel. Nach hinten, spritzig. Das war eigentlich nur so eine Krönung, diese Tore. War auch sonst einer der besten. Ja, ich war überrascht über seine sehr, sehr gute Leistung, weil er ja noch nicht so oft im Mittelfeld gespielt hat. Er muss da mehr laufen, er muss mehr arbeiten, er muss auch nach hinten das ein oder andere an Defensivarbeit verrichten. Und das hat er heute ausgezeichnet gemacht. Und das war ein ganz gelungener Schachzug von Jogi Löw. Dass er torgefährlich ist, das hat er in der Nationalmannschaft oft genug bewiesen. Er hat in seinen jungen Jahren schon, ich glaube, über 30 Tore geschossen. Und das ist einfach, das ist fantastisch. Und wie er sich nach vorne eingebracht hat, wie er immer wieder, gerade auch in der ersten halben Stunde, mit Druck gemacht hat, das zeigt, dass diese Position zumindest in der Nationalmannschaft, glaube ich, dass da seine Zukunft liegt. Da freuen wir uns schon mal auf Kroatien, aber muss noch eine Frage an den Eintracht Frankfurt reinstellen. Also habe heute Österreich gesehen, 0-1 verloren gegen Kroatien, ein bisschen unglücklich. Dann kam ja kurz vor Schluss der Korken aus seinem linken Flügel. Junger Kerl, unbekümmert, geradlinig, frech. Und ihr habt den ja angetan. Ich habe ja mit dem Herbert Bruch angesprochen, oh, der Friedhelm würde ihn unbedingt haben, kostet fast 2 Millionen. Und er hat dann heute schon gezeigt, dass er da schon einen kleinen Goldfisch gehabt hat. Ja, er war ein sehr belebendes Element in der österreichischen Mannschaft heute. Er hat viel Druck über die linke Seite gemacht und wir haben ihn ja einige Male auch beobachtet und wir waren uns eigentlich einig, dass wir diesen Spieler versuchen müssen, vor der Europameisterschaft zu verpflichten. Denn heute wäre er schon sehr teuer geworden. Ja, er wäre heute mit Sicherheit schon teurer geworden. Ich glaube, dass wir da wirklich einen guten Mann an der Angel haben. Und noch ein kleines Trostpflaster für die polnischen Sportsfreunde. Heute gab es den ersten Formel-1-Sieg eines Polen. Und die Kalt wird es hier mit BMW Zweiter geworden. Doppelsieg BMW. Jawohl, alle Franzen. Alle Achtung.